Ich bin Peter Hans-Toni, komme von Fislisbach, betreibe einen Milchwirtschaftsbetrieb mit Holsteinzucht, Ackerbau, Lohnarbeiten und Stromproduktion. Wir sind hier 425 Meter über Meer, produzieren auf unserem Betrieb 500'000 Kilo Milch, auf 61 Hektaren Ellen mit der sehr hohen Milchleistung. Auf unserem Betrieb arbeitet mitschaffen noch mein Sohn und ein Praktikant aus Rumänien. Ja, ist vielleicht so, wir haben vor 20 Jahren schrittweise den Wechsel gewagt von der Red Holstein auf Holstein. Und wir haben gesehen, wie leistungsfähig dass die schwarze Kuh, die Holstein-Kuh ist. Aus Freude ist Leidenschaft geworden und so haben wir uns entwickelt in diesen Jahren. Wir haben selbstverständlich müssen nachher Fütterung und Management auf unserem Betrieb verbessern, dass wir Schritt halten können mit der Leistung der guten Holstein-Kuh auf unserem Betrieb. Ja, was waren die markantesten Ereignisse in diesen Jahren gewesen? Wir haben früher an der Eliteschau vom Kanton Aargau noch mitgemacht und haben dann vor 10 Jahren aufgehört. Wir haben dann auch verschiedene Titel können erringen, aber wir haben vor 10 Jahren nicht mehr weitergemacht, weil es für uns nicht mehr gestimmt hat, aus welchen Gründen auch immer. Aber sicher ein markantes Ereignis war für mich, dass ich im 2013 Aargauer Holsteinzüchter des Jahres geworden bin. Und das war für mich eine grosse Freude. Und jetzt, Holsteinzüchter des Jahres 2020, ist für mich ein überwältigendes Ereignis. Und ja, pure Freude. Und das sind vielleicht für mich die zwei grössten Ereignisse, die ich erleben durfte. Es ist eine Anerkennung, Emotionen und Aufmerksamkeit. Was ist mein Zuchtziel? Es ist eigentlich einfach. Ich habe immer angeschrieben, die funktionelle, problemlose Kuh. Das klingt eigentlich ganz einfach, sucht jeder. Und da beinhaltet eine gute Untergesundheit, Beckenlage und Beckenbreite, Brust und Brustbreite und gute Beine. Die muss ich können an die Ausstellung, aber die muss eigentlich jeden Tag für mich da sein. Und wenn ich nicht weiss, dass ich sie im Stall habe, dann ist sie eine gute Kuh. Und auf das hin haben wir geschafft in den letzten Jahren und haben das auch geschafft. Bei uns gibt es keine spezielle Kuh oder eine spezielle Kuhfamilie, die den Titel geholt hat. Es ist die homogene, ausgeglichene Herde, die in den letzten Jahren geleistet hat. Dazu gehört aber auch ein Zuchtstier auf diesem Betrieb. Und wir haben immer angestrebt, eine homogene, ausgeglichene Herde zu haben. Und ich glaube, ich darf sagen, das haben wir erreicht auch. Darum haben wir auch die Leistungen, die die letzten 15 Jahre den Herdendurchschnitt immer über 11'000 waren, können erreichen. Ich habe von ganz vielem geträumt. Aber nicht von dem Titel als Holstein-Meisterzüchter. Es ist für mich einfach pure Anerkennung, Emotionen und ja, am Schluss fehlen mir die Worte. Ich habe geglaubt, das käme anderen Züchter, namhaften Züchter, zu gut, dass wir das geschafft haben. Ja, danke. Ja, ich glaube, ich kann gelassen in die Zukunft schauen. Ich habe meinen Sohn Daniel, der Meisterbauer ist, der den Besamungstechniker gemacht hat, also Besamer. Und wir sind gegliedert auf vier Standbeine: Holsteinzucht, Ackerbau, Lohnarbeit und Stromproduktion. Und mit über 60 Hektaren Ellen sollte das zu bewältigen sein. Es ist einfach der Anspruch für meine Junioren sicher gross, weil der Betrieb auch in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist. Ich bin gestartet mit 20 Hektaren, habe heute 60. Wir haben uns entwickelt. Es wird sicher ein Anspruch sein, dass man das halten kann. Aber er wird das schaffen. Von dem her kann ich dann irgendwann mal locker in Pension gehen. Ja, was soll ich sagen für die jungen Bauern? Haben Leidenschaft für die Holsteinzucht und die Holsteinkuh. Im Wissen, dass eins und eins in der Viehzucht oft nicht zwei gibt.
Bleiben auf dem Boden. Bäume wachsen nicht in den Himmel. Trotzdem die Leidenschaft nicht verlieren. Ein Star gibt keine gute Fußballmannschaft. Ein bis zwei gute Kühe geben keine gute Herde. Denkt daran. Und oftmals im Leben, in der Zucht, haben wir das Glück selber in der Hand. Und da möchte ich euch vielleicht auf den Weg geben. Nehmt das Blatt in die Hand, macht vorwärts und dann sind erfolgreich.